Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir schauen uns in diesem Video die Internas von Link an. Das heißt, wie können wir denn eigentlich hier dieses Where, dieses Order by Descending und Group by auf dieses Objekt vom Typ IReadOnlyList of Mitarbeiter überhaupt aufrufen? Und wir haben uns letztes Mal schon kurz in dieser Klasse Enumerable bewegt und haben gesehen, aha, das ist eine statische Klasse und hier sind eben diese komischen statischen Methoden drin und offensichtlich rufen wir ja die auf. Wir haben hier beispielsweise eben wo war denn jetzt where? Jetzt sehe ich es gar nicht mehr, hier unten. So. Hier haben wir eben diese where-Methode unter anderem. Genauso hier oben auch. Und wir benutzen eigentlich auch diese Überladung, deswegen schauen wir uns diese mal an, wie diese hier genau aussieht. Wir fangen eben an, okay, die ist public und static. Also static ist schon mal komisch, denn wir haben sie ja auf einem Objekt aufgerufen. Dann geben wir einen IEnumerable of tSource zurück. Und wir sehen auch, dass diese Methode eben mit einem Generic namens tSource gekennzeichnet wurde. Nicht üblicherweise eben T, so wie wir es haben, sondern dieser Generic heißt eben tSource. Sozusagen die Quelle, die Quell-Collection. So, und dann haben wir beim ersten Parameter eben einen IEnumerable, den wir übergeben. Und hier haben wir ein this stehen. Und genau das ist der Punkt. Dieses this ist uns jetzt bis jetzt noch unbekannt. Aber Link setzt ja, wie ich bereits erwähnt habe, sogenannte Extension Methods ein. Und Extension Methods sind eben, zu Deutsch, eine Erweiterungsmethode, eben statische Methoden, die in statischen Klassen liegen, so wie ich es eben beschrieben habe. Und der erste Parameter einer solchen Erweiterungsmethode, dieser Extension Method, ist eben mit einem this am Anfang gekennzeichnet. Was heißt das? Ich kann diese Extension Method aufrufen, indem ich hier eben IEnumerable of tSource als irgendein beliebiges Objekt habe. Also ich habe ein Objekt und es muss irgendwie dieses Interface implementieren. Das ist eben meine Quelle. Dann kann ich diese Methode aufrufen, als wäre es eine Instanzmethode von IEnumerable of tSource. Jetzt wird man sich fragen, aha, also irgendwie erweitern sozusagen Extension Methods einen bestehenden Typen, in diesem Fall eben das Interface IEnumerable of tSource. Und genau das ist auch der Fall, wenn wir nochmal kurz zurückschauen, was hier passiert. IReadOnlyList ist ein IEnumerable of T oder tSource. Ist vollkommen egal, wie der Generic heißt. Hauptsache ist, dass der jeweilige Typ eben ein Generic hat. Das heißt eben, ich kann jetzt auf alle Objekte, die IEnumerable of T implementieren, diese where-Methode hier aufrufen. Als wäre es eine Instanzmethode, die direkt auf diesem Typen definiert ist. Dann kann man sich natürlich fragen, dieses where, bricht das nicht die Kapselung? Nein, denn wir können innerhalb dieser Methode nur auf die Mitglieder, die sowieso schon bei diesem Typen public sind, zurückgreifen. Das heißt, was wir machen können, ist zum Beispiel mit foreach durch dieses Teil durchlaufen. Alles, was aber im jeweiligen Typen, der dieses Interface implementiert, private ist, also nicht, oder protected beispielsweise, das heißt nicht von außen zugänglich, das muss dann eben oder kann innerhalb dieser Extension Method nicht genutzt werden. Dann schauen wir uns noch den zweiten Parameter an, das ist jetzt eben dieser Delegate. Und wenn wir jetzt nochmal hier zurückschauen, dann sehen wir eben, wir müssen den ersten Parameter gar nicht angeben,
Das ist nämlich implizit eben dieses Objekt Mitarbeiterliste, auf das wir where aufrufen. Wenn wir nochmal zurückschauen, dann heißt das jetzt anderes nichts, heißt es nichts anderes als das, wenn ich hier ein this stehen habe, dann wird das Objekt, auf das ich diese Extension Method aufrufe, automatisch hier als erster Parameter vom Compiler gesetzt, wenn der Code erzeugt wird. Was ich beim Aufruf von where wirklich noch angeben muss, ist dieser Delegate hier hinten. Also ich kriege sozusagen ein Element der Collection, nicht die komplette Collection selbst, die ist ja IEnumerable of T-Source, sondern ich bekomme wirklich bloß ein Element, in unserem Fall eben einen Mitarbeiter rein und muss einen Boolean zurückgeben, der eben beschreibt, dass ein Element herausgefiltert wird oder nicht. Das heißt, wenn ich hier false zurückgebe bei diesem Aufruf, dann ist das Element nicht in der Collection, die von where zurückgegeben wird. Und wenn ich hier true zurückgebe, dann ist sie aber sehr wohl hier mit drin. Und das ist auch der Punkt, warum ich hier in diesen Fällen einfach where aufrufe und direkt dahinter order by descending aufrufen kann und danach group by. Wenn wir uns das nämlich hier nochmal in enumerable anschauen, where gibt ein IEnumerable of T-Source zurück. Wenn wir zu order by descending gehen, dann kriegen wir hier ein IOrdered enumerable zurück. Und wir können uns auch dieses Interface einmal anschauen. Wir sehen, wir implementieren hier auch IEnumerable of T-Element, oder besser gesagt, wir leiten dieses IOrdered enumerable Interface von IEnumerable of T ebenfalls ab. Und der Punkt, der eben hier gemacht werden soll, ist, dass wir genauso auf dieses, also es ist ja auch ein IEnumerable of T, das ist die sogenannte eben ist eine Beziehung, dass wir auch darauf wieder sämtliche Link-Methoden aufrufen können. Und was wir hier haben, ist eben eine sogenannte Fluid API, das heißt, wir können Aufrufe einfach hintereinander klemmen, einfach Punktoperator, nächste Methode aufrufen, Punktoperator, nächste Methode aufrufen, weil diese jeweiligen Methoden eben genau als Rückgabetyp das haben, was die nächste Methode erwartet. Und dieses Konzept, was wir hier sehen, ist eben eine sogenannte Fluent API, weil wir viele Methodenaufrufe einfach hintereinander klemmen können. Und hier ist es dann eben möglich, das zu machen, weil eben where wiederum ein IEnumerable of T zurückgibt und order by descending zwar ein Interface, das da von IEnumerable of T ableitet, aber das macht ja nichts. Und genauso können wir dann eben hier group by aufrufen auf das, was von order by descending zurückkommt. Und auch ein IGrouping, wenn wir das uns nochmal anschauen. Hier haben wir dieses group by, das ist eben ein IEnumerable of IGrouping of T key T source. Also auch hier haben wir letztendlich ein IEnumerable of T. Das heißt, auch hierauf könnten wir wiederum sämtliche Link-Extensions, die eben Link-Extension-Methods, die eben ein IEnumerable of T erwarten, aufrufen. Das ist eben der eine Punkt. Wir haben hier es einerseits mit einer flüssigen API zu tun, oder Fluent API ist der bessere Begriff. Flüssige API klingt im Deutschen nicht so toll wie im Englischen. Und das ist eben, warum geht das? Weil der Rückgabetyp genau das ist oder etwas Spezielleres, was hier wieder als Eingangsparameter für andere Methoden gebraucht werden kann. Und des Weiteren können wir eben diese Extension Methods, was ich am Anfang angesprochen habe, direkt auf Objekten aufrufen. Warum? Weil die Klasse, in der sie liegt, statisch ist, weil die Methoden selber statisch sind. Und weil der erste Parameter mit this gekennzeichnet ist. Das sind eben die drei Punkte, die für eine Extension Method in diesem Sinn wichtig sind.
Und wir sehen hier auch, es werden sehr, sehr viele Delegates hier benutzt, eigentlich von jeder Methode. Und diese Delegates kann man eben per Lambdas angeben, wie wir das hier gemacht haben. Und dadurch kriegen wir einen sehr, sehr knappen, ausdrucksstarken Code hin, der eben genau das, was das macht, was wir hier prozedural in deutlich mehr Zeilen gemacht haben. Was wir jetzt noch machen werden, ist, dass wir where mal selbst implementieren, damit wir noch ein besseres Gefühl dafür bekommen, wie denn eine Extension Method intern aussieht. Deswegen schreibe ich hier eine neue Klasse, weil der Punkt ist ja, eine Methode where muss eben innerhalb einer statischen Klasse liegen. Das heißt, ich baue mir eine neue statische Klasse, die nenne ich eben link reimplementiert. Und hier baue ich eben auch eine statische Methode rein, die eben ein IEnumerable of T zurückgibt. Ich nenne es jetzt nicht T-Source wie bei Link, weil wir mit dem T eben schon eher in Kontakt sind und das uns vertrauter ist. Ich nenne diese Methode eben auch where und parametriere die natürlich mit dem Generic T. Und dann kommt eben dieses this am Anfang. Bekomme ein IEnumerable of T und das ist eben meine Quelle. Ich mache es mal hier auf Deutsch. Und dann bekomme ich eben eine Funktion, die ein T als Parameter bekommt und ein Boolean zurückgibt. Also sozusagen eine Methode muss hier mit angegeben werden, über diesen Delegate referenziert, der eben aussagen kann, soll dieses Element herausgefiltert werden oder nicht, wie vorhin schon besprochen. Das nenne ich der Filter Delegate. So, und dann schauen wir mal, wie wir das hier jetzt implementieren können. Was wir eben hier machen, ist als erstes, ich gucke mal, dass dieses Element nicht null ist. Wird sich denken, hey, warum überprüfe ich das? Weil ich nutze es doch so, dass ich eben hier ein Objekt nehme, Punkt schreibe und dann where aufrufe und der Compiler setzt dann automatisch die Referenz von diesem Objekt. Das heißt noch lange nicht, dass dann dieses Ding nicht auch null sein könnte. Das ist Punkt 1. Punkt 2, kann man auch where einfach so aufrufen wie eine andere statische Methode auch und muss dann eben diese Quelle explizit angeben. Nur ein kurzes Beispiel, damit man sieht. Den Code nehme ich dann auch wieder weg. Ich kann hier eben enumerable aufrufen und sage dann eben where. Und wenn ich hier jetzt eben mal kurz hinschaue, dann sehe ich, dass wir hier eben die source haben. Die muss ich jetzt wirklich als ersten Parameter angeben. Und dann eben diesen Predicate, den ich auslösen will. Und ich kann dann hier auch einfach null reinschreiben. Ist ja nicht verboten. Und ich könnte übrigens auch diesen Delegate hier als null schreiben. Das ist auch nicht verboten. Deswegen, was sagt der jetzt hier? Achso, er kann aus null nicht ableiten, für welchen Typ ich das machen will. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, und wir sehen hier eben, dass das dann nicht funktioniert. Warum eigentlich nicht? Achso, er kann es wieder nicht auflösen, welche Where-Überladung nicht. Also, es ist schwierig, hier null anzugeben, aber rein theoretisch kann ich eben bestimmte Methoden so übergeben. Also das heißt, ich könnte hier sagen, integer geht über nach integer modulo 2 beispielsweise. Aber er kann hier immer noch nicht diese Sachen auf. Achso, das muss ich hier noch überprüfen, ob das null ist. So. Also man sieht hier, man kann auch where einfach wie eine statische Methode üblicherweise aufrufen. Dann kann ich hier auch null angeben, deswegen muss ich das intern eben auch überprüfen. Genauso ob dieser Filter Delegate null ist. Auch den rufe ich nämlich auf. So, und was ich dann mache, ich laufe durch diese Quelle durch. Das nenne ich Element. Und was ich hier mache, ist, ich überprüfe,
ob dieses Element herausgefiltert werden soll oder nicht, indem ich diesen Filter Delegate aufrufe, und zwar mit diesem Element, bei dem ich gerade bin. Wenn hier True zurückgegeben wird, dann soll auch das andere Objekt eben, oder dieses Element, bei dem ich gerade bin, eben im Rückgabetypen mit drin sein. Und was wir hier jetzt sehen, das ist strange. Weil auch Yield Return haben wir noch nicht explizit besprochen. Jetzt ist die Frage, was denn hier passiert. Mit Yield Return kann man IEnumerable of T in etwa nachbauen. Was passiert hier? Wir laufen durch diese Quelle durch mit for each. Und wenn wir dann eben bei dem ersten Element sind, für das dieser Filter Delegate true sagt, dann würde man ja jetzt erstmal intuitiv meinen, dieses return sagt aus, dass wir die Methode komplett wieder verlassen und nie wieder hier ankommen. Ne? So wie es beim normalen Return Statement eben der Fall ist. Bei Yield Return ist das nicht der Fall. Und wir gucken auch nochmal genau hin. Der Rückgabetyp ist IEnumerable of T. Und wir geben hier aber bloß ein T zurück. Ja? Das hier ist ein Element. Wenn wir hier nochmal auf diesen Tooltip schauen, T ist eben hier der Typ des Elements, den wir einsetzen. Okay. Was passiert hier genau? Wenn dieser IEnumerable, den wir hier einsetzen, eben wiederum von Nutzern unserer Where-Funktion durchlaufen wird, dann wird eben hier eben dieses eine Element als Teil einer Collection zurückgegeben. Wenn dann aber das nächste Element dieses Rückgabetyps hier oder dieses Rückgabewerts gebraucht wird, dann macht die Funktion einfach hier an dieser Stelle weiter, geht wieder in die For-Each-Schleife und holt sich das nächste Element. Prüft das, wenn es zutrifft, geben wir das wieder mit Yield Return zurück. Wird dann das nächste Element von unserer Collection, die wir hier zurückgeben, angefordert, oder unsere Aufzählung, um genau zu sein, dann landen wir eben wieder an der Codestelle hier nach diesem Yield Return und gehen dann wieder zum nächsten Element, checken das und geben es eventuell zurück. Wenn wir das übrigens mal nicht zurückgeben, dann kommen wir eben gleich wieder hier unten an, gehen wieder zum nächsten Element und gucken dann, ob wir es zurückgeben sollen oder nicht bei dieser Where-Sache. Ich stecke diese Klasse nochmal in eine eigene Datei. Und wir werden jetzt das eben mal intern aufrufen, und auch so ist diese Where-Methode von Link hauptsächlich implementiert. Man sieht, eigentlich relativ kurz, passiert nicht so wirklich viel. Also was interessant ist, ist eben einmal, dass es eine Extension-Method ist und dass wir diesen Rückgabetypen, diese Aufzählung über Yield-Return zurückgeben und nicht uns explizit beispielsweise eine neue Liste machen und die zurückgeben. Okay. Setzen wir unsere Where-Methode doch gleich mal ein. Wir nehmen jetzt hier diesen Aufruf weg von unserer Mitarbeiteraufschlüsselung und wir sagen jetzt einfach Mitarbeiter Where, das ist jetzt unsere Methode, die wir hier haben. Wir können jetzt hier auch nochmal auf die Angabe gucken. Wir sehen hier eben, der erste Parameter ist schon gesetzt und wir müssen jetzt hier eben einen Delegate angeben, der eben sagt, was gefiltert werden soll. Und was wir hier machen können, ist eben, wir geben einfach mal an, dass wir beispielsweise alle Management-Leute rausfiltern möchten. Mitarbeiter, Mitarbeiterverhältnis ungleich Mitarbeiter.Management. So, und das halten wir uns eben fest. Gefilterte Mitarbeiter. Achso, wir kommen hier noch in Namenskonflikt. Das heißt, ich werde das mal umbenennen in Mitarbeiterliste. Dann haben wir hier auch kein Problem mehr. Und wir können jetzt eben hier
durch diese gefilterten Mitarbeiter laufen und diese eben mal auf der Konsole ausgeben, beispielsweise nach diesem Schema. Ich brauche eine 1 natürlich. Eben Mitarbeiter.name und Mitarbeiter.Mitarbeiterverhältnis. Und wenn wir das eben machen und diesen Code jetzt ausführen, dann sehen wir eben, dass wir auf der Konsole nur noch Leute haben, die eben Angestellte oder Teamleiter sind. Alle Management-Personen sind eben aus dieser Liste rausgefiltert worden. Mit unserer eigenen Extension-Method, dieses Where, was wir hier eben selbst geschrieben haben. Ich möchte hier jetzt aber nochmal kurz durchdebuggen, damit wir eben sehen, wie das Ganze eigentlich ausgeführt wird. So, wir glauben jetzt wohl, wir gehen direkt in diese Where-Methode rein. Ich drücke jetzt wirklich mal explizit Rechtsklick und Step Into, oder ich muss ja eigentlich gar nicht mit Rechtsklick machen. Ich mache es hier oben einfach wirklich direkt mit Step Into. Und wir sehen, wir sind nicht in diese Where-Methode gekommen. Erster Punkt, den wir uns merken sollten. Wir gehen jetzt durch diese gefilterten Mitarbeiter, die wir von dieser Where-Methode eigentlich zurückbekommen haben, durch. Und ich drücke jetzt jeweils immer bloß F11 auf der Tastatur, also Step Into, dass wir immer dann in einer Methode landen, die eben gerade aufgerufen wird. So, also hier ist nichts passiert, aber wenn wir jetzt in dieses Int gehen, jetzt kommen wir erst in dieser Where-Methode an. Und zwar ganz oben, ja? Die wird erst jetzt ausgeführt. Nochmal der Punkt, den ich gerade eben angesprochen habe, merken. Wir wollen uns jetzt aber erst nochmal auf dieses Yield Return konzentrieren. Wir laufen jetzt eben durch diese Elemente durch und sehen hier eben, okay, wir führen jetzt diesen Filter Delegate aus und ich drücke jetzt F11 und wir landen wirklich in unserem Lambda drin. Ja? Das ist der Method Body von unserer anonymen Methode, die wir als Lambda ausgedrückt haben. Und wir überprüfen jetzt eben für den Mitarbeiter Jasper Arberg, ob er eben im Management tätig ist, was offensichtlich der Fall ist. Hier sieht man es rechts etwas leicht angedeutet. So, und damit wird eben hier false zurückgegeben. Das heißt, wir machen einfach mit unserer For-Each-Schleife weiter. So, das nächste Element ist eben die Allen, die eben als Angestellte tätig ist. Das heißt, unser Lambda hier gibt eben true zurück, weil sie eben nicht im Management tätig ist. Das heißt, wir kommen jetzt zum Yield Return. Wir geben also die Allen zurück. Dann gehen wir durch unsere äußere For-Each-Schleife hier durch. Eben Mitarbeiter ist noch null, wird jetzt aber eben zu Allen gemacht. Und wir geben Allen jetzt auf der Konsole aus. Weiter geht's. Wenn wir wieder bei in sind, machen wir jetzt hier eben an dieser Stelle weiter. Und das ist der Punkt von Yield Return, dass wir eben unsere Collection, unsere Aufzählung, die wir hier als Rückgabewert haben, sozusagen durch prozeduralen Code aufbauen, durch Yield Return, anstatt dass wir hier wirklich eine Liste bauen würden, wirklich alles auf einmal filtern und dann hier direkt zurückgeben. Was wir hier eigentlich machen ist, bei jedem in der For-Each-Schleife springen wir wieder in diese Funktion Where zurück, wo eben Yield Return definiert ist und nach dem Yield geht es dann eben weiter. Wir überprüfen wieder, ist in diesem Fall Terry Adams eben im Management tätig. Das ist nicht der Fall, das heißt auch hier geben wir ihn mit Yield Return zurück. Wenn ich mich recht entsinne, kommen wir jetzt eben wieder zu einem Management-Typen. Bei ihm ist das eben nicht der Fall, deswegen wird die For-Each-Schleife gleich weitergeführt. Wir kommen nicht bis zum Yield-Return. Jetzt haben wir eben eine Teamleiterin und wir landen hier wieder beim Yield-Return und damit wieder zurück in dieser For-Each-Schleife. Jetzt kommt natürlich die Frage, wann bricht denn das Ganze ab? Das bricht genau dann ab, wenn eben diese Quelle hier vorbei ist. Wir fangen ja sozusagen immer wieder hier
an, wenn wir nach dem Yield Return wieder in der Methode einsteigen und machen diese For-Each-Schleife einfach weiter. Das heißt, wenn die For-Each-Schleife abgeschlossen ist, das heißt, wenn wir an diesem Punkt hier unten ankommen, dann wird auch der Rückgabetyp, den wir hier oben haben, beendet, was wiederum zur Folge hat, dass wir auch hier aus dieser For-Each-Schleife rausspringen. Also das ist nochmal die Erläuterung eben zu Yield Return. Wie funktioniert das Ganze, wenn wir uns das beim Debugging anschauen? Und der letzte Punkt, den ich noch machen möchte, ist die sogenannte Deferred Execution von Methoden, in denen eben Yield Return benutzt wird. Der Punkt ist nämlich, ich setze jetzt hier mal an die Stelle 0 einen neuen Mitarbeiter. Und den nenne ich eben, nehmen wir einfach doch mich. Ich bin natürlich nur Angestellter und verdiene krümelige 2000 beispielsweise. Meine Frage ist jetzt, ist dieser neue Mitarbeiter oder ich als neuer Mitarbeiter jetzt auch in dieser Ausgabe enthalten, wenn wir where davor aufrufen? Ja, also nochmal die Reihenfolge. Der Punkt, den ich hier machen will, das erste, was wir machen, Punkt 1, ist hier where eigentlich aufrufen. Das zweite, was wir machen, zu dieser Liste noch jemanden hinzufügen. Das ist Schritt 2. Was ich hier aussagen will, ist, dass wenn hier where aufgerufen wird, sollte man als Entwickler intuitiv, wenn man nicht genau weiß, was hier passiert, eben erwarten, dass genau hier wird alles gefiltert und hier festgehalten. Und wenn wir das hier dann durchlaufen, dann sollte ich hier, der jetzt erst nach dieser Filterung mit zur Liste hinzugekommen ist, zu dieser Mitarbeiterliste, eben auch noch an erster Stelle, der sollte eigentlich nicht bei diesen gefilterten Mitarbeitern dabei sein. Der Punkt ist aber, das, was ich gerade eben angesprochen habe, wenn wir jetzt tatsächlich hier sind, dieses where wird nicht sofort ausgeführt. Ich drücke wieder F11, wir springen nicht in diese Methode rein. Wir fügen hier noch einen neuen Mitarbeiter hinzu und wenn wir dann diese For-Each-Schleife wiederum laufen lassen und wir kommen hier durch, dann wird jetzt erst die Quelle durchlaufen. Das nennt man Deferred Execution. Wenn wir Yield-Return-Anweisungen in einer Methode haben, dann wird diese wirklich erst ausgeführt, wenn die Methode tatsächlich oder dieser Rückgabetyp, dieser Rückgabewert genutzt wird. Also wenn wir da wirklich getEnumerator aufrufen und oder beispielsweise eben die einfache Variante eine For-Each-Schleife einsetzen, um durch diese Collection zu laufen oder Aufzählung. Ja? Und das erste Element, das bin jetzt tatsächlich ich, wie wir hier unten sehen. Und ich werde natürlich dann nicht gefiltert und werde als erstes Element auch zurückgegeben und stehe dann mit auf der Konsole. Können wir auch hier nochmal sehen, dass ich hier eben mit aufgeführt bin. Also der Punkt ist, einige Link-Methoden oder eigentlich relativ viele, muss man sagen, im Vergleich, nicht alle, aber viele benutzen dieses Yield Return intern. Und immer dort, wo Yield Return eingesetzt wird, haben wir Deferred Execution. Das heißt, diese Methode wird tatsächlich erst aufgerufen, wenn der entsprechende Rückgabewert tatsächlich eingesetzt wird. In unserem Fall eben enumerable of t. Genau das kann man nämlich mit Yield Return nachstellen. Und genau das ist eben der Punkt, den man mit beachten muss. Deferred Execution überall da, wo Yield Return eingesetzt wird. Was heißt das?
Auch wenn ich hier where aufrufe, die Methode ist noch nicht ausgeführt worden. Das liegt daran, yield return, wie eben gerade gesagt. Das heißt, wenn ich danach noch jemanden zur Ursprungsquelle hinzufüge, wie in diesem Fall, ist der dann, wenn wir den Rückgabetypen hier einsetzen, auch tatsächlich noch mit hier enthalten, wie wir gerade gesehen haben. Es sind aber nicht alle Methoden von Link, die wir da gesehen haben in dieser statischen Enumerable-Klasse, nicht alle benutzen Yield Return. Und das ist eben der Unterschied. Man nennt solche Methoden eben lazy auf Englisch, faul zu Deutsch, weil sie eben erst ausgeführt werden, wenn dieses Rückgabeding hier tatsächlich gebraucht wird. Es gibt aber auch greedy Methoden, also gierige auf Deutsch, die eben dafür sorgen, dass ein IEnumerable, der als Parameter mit angegeben wird, eben sofort durchlaufen wird. Und dazu schauen wir nochmal ins Skript. Auch hier habe ich das eben nochmal beschrieben, was hier bei Yield Return und so weiter abläuft. Und wir schauen uns jetzt nochmal ein paar der Link Extension Methods an. Wir haben gesehen, in dieser Enumerable Klasse sind sehr viele. Das sind meines Erachtens die, die man eben am häufigsten braucht. Und hier dahinter sieht man eben jeweils ein Greedy. Das heißt eben, diese laufen sofort, wenn sie aufgerufen werden und sorgen dafür, dass der Enumerable, auf den man diese Methode aufruft, eben direkt durchlaufen wird. Und hier, wenn wir eben sehen, hier gibt es einige Lazy-Methoden, die eben erst durchlaufen werden, wenn dieser IEnumerable, der zurückgegeben wird, nicht mehr gebraucht wird. Also was haben wir hier? Wir können mit diesen Methoden hier eben überprüfen, ob eine Collection beispielsweise bestimmten Anforderungen erfüllt. Das macht man hier mit all. Diese Methode überprüft eben, ist eine Bedingung für alle Elemente einer Collection zutreffend. Das Gegenstück dazu ist any, das überprüft, ob wenigstens ein Element einer Collection eine bestimmte Bedingung erfüllt. Dann haben wir hier eben average, da wird eben ein Durchschnittswert für einen numerischen Wert berechnet. Das heißt beispielsweise, das können wir ja mal nebenbei hier ein bisschen einsetzen, ich mache einen Console-WriteLine Durchschnittsgehalt und das ist eben Mitarbeiterliste.average und hier würde ich dann eben angeben, ich muss ja auf irgendeinen numerischen Wert deuten, dass ich hier Mitarbeiter.aktuelles Gehalt nehme. Ja? Auch das ist eine Link Extension Method, die mir eben das Durchschnittsgehalt für die Mitarbeiter gibt. Wir sehen, es ist nicht ordentlich formatiert hier, aber es sind 3803 Euro in diesem Fall, die eben für das Gehalt der Durchschnitt für alle Mitarbeiter sind. Also auch Management natürlich mit einberechnet. Ja, zurück. Wir haben hier eben Contains, das heißt, wir können wie bei List Contains auch überprüfen, ob ein bestimmtes Element in einem IEnumerable of T enthalten ist. Dann haben wir Count, das heißt, wir können feststellen, wie groß ist denn eigentlich IEnumerable of T. Wir haben Distinct, das heißt, Duplikate werden rausgenommen. First und First or Default sind eben die Methoden, mit denen man eben Objekte aus einer Collection rausholen kann. Und zwar hier eben das erste, das eine bestimmte Bedingung erfüllt. Wir können aber auch First or Default nehmen, wenn nämlich keins gefunden wird, das der angegebenen Bedingung hier genügt, dann wird bei First eine Exception ausgelöst. Bei First.Default bekommen wir eben den Default-Wert für das Item zurück, also Default of T letztendlich. Im meisten Fall ist das Null. Dann haben wir eben Group By, das haben wir eingesetzt, damit können wir gruppieren.
Last und Last or Default sind die Pendants zu First und First or Default. Das werde ich jetzt auch nicht noch näher erläutern. Max ist ähnlich wie Average, das heißt, wir können hier das Maximum bestimmen. Wer hat eben das größte Gehalt? In unserem Fall Minimum, identisch. Order by haben wir benutzt, beziehungsweise eigentlich Order by Descending. Damit können wir eben IEnumerable of T sortieren. Wir haben hier eben ein Reverse, das ist das Umdrehen einer Collection oder beziehungsweise der Reihenfolge der Elemente in einer Collection, genauso wie bei List. Dann haben wir eben diesen Select, das heißt, wir projizieren hier etwas. Auch dazu mache ich vielleicht nochmal ein Beispiel, damit man das gesehen hat. Wir können zum Beispiel sagen, dass wir die unterschiedlichen Gehälter haben wollen. Und das ist eben, wir holen die Mitarbeiterliste zu Rate und rufen dort Select auf. Und nehmen von einem Mitarbeiter das aktuelle Gehalt. Wenn wir das haben, dann können wir jetzt eben Distinct darauf beispielsweise aufrufen. Was passiert hier? Es wird bei Select eben eine neue Collection durchlaufen oder die ursprüngliche durchlaufen und jeweils das aktuelle Gehalt genommen. Das heißt, wir haben in einer neuen Collection sozusagen stehen, sämtliche Gehälter, die eben hier in diesen Objekten stecken. Dann rufe ich darauf noch Distinct auf, damit eben alle Duplikate rausgeworfen werden, weil wir haben zum Beispiel, ich nehme es an, haben wir hier Duplikate? Schaut nicht so gut aus. Okay, wir haben hier keine Duplikate drin, also Gehälter, die gleich sind. Das könnten wir aber mal schnell anpassen, dass eben ich beispielsweise ein Gehalt von 2050 bekommen. Dann hätte ich genauso viel Gehalt wie Alan Adams. Und das heißt eben, durch diesen Select wäre dieser Wert zweimal in der herauskommenden Aufzählung mit enthalten und mit Distinct schmeiße ich dann eben alle Duplikate raus. Und dann kann ich hier eben noch sagen, vorkommende Gehälter. Und hier würde ich dann eben mit einer For-Each-Schleife, wenn ich sie bekommen würde, die unterschiedlichen Gehälter durchlaufen. Und das könnte ich dann wiederum auf der Konsole ausgeben. Und wenn wir uns das hier jetzt eben nochmal genauer anschauen, dann sehen wir hier jetzt eben, dass wir bei diesen vorkommenden Gehälter 2050, 6000 und so weiter, also das Tolle ist noch nicht, dass das noch nicht sortiert ist, aber wir haben jetzt zum Beispiel 2050, das ja definitiv doppelt vorkommen würde, eben durch Distinct rausgeschmissen. Der Punkt ist, wenn wir das einfach sortieren wollen, na dann machen wir es doch einfach. Dann machen wir halt hier noch ein Order by dahinter und sagen eben, dass dieses Gehalt nach Gehalt umgesetzt werden soll. Und wir können jetzt eben, wenn wir das ausführen, sehen, dass die Gehälter, die hier angesprochen wurden, eben jetzt sortiert sind. Das niedrigste wäre 2050, das höchste wäre 7400 und das sind eben sämtliche Gehälter, die bei Mitarbeitern eingetragen sind. Okay, schauen wir nochmal kurz zurück. Was wichtig ist, wenn wir uns von der ursprünglichen Collection lösen wollen, mit Yield Return erzeuge ich ja eigentlich keine neue Collection, sondern ich gebe halt eben durch diese sukzessiven Aufrufe in die entsprechende Lazy-Methode hinein eben immer wieder neue Elemente aus der Ursprungs-Collection zurück, aus der Quelle, wie wir sie genannt haben. Das kann ich eben vermeiden, indem ich eben toArray oder das eher häufiger genutzte toList aufrufe. Dann wird eben wirklich eine neue Collection erstellt mit den Elementen, die hier eben vorgekommen sind. Was heißt das?
Select hatte intern eben ein Yield Return, Distinct nicht. Ich glaube. Oder doch, nee, Entschuldigung, Distinct ist auch lazy. Und Order By ist auch lazy. Das heißt, wir beziehen uns durch diese Lazy-Angaben immer auf diese Original-Mitarbeiterliste. Das heißt, ich könnte hier wieder einen neuen Mitarbeiter hinzufügen, der eben ein anderes Gehalt hätte, nach diesem Aufruf. Und wir würden erst hier unten tatsächlich dieses komplette Konstrukt hier aufrufen und dadurch auch das neue Gehalt, was ich hier sozusagen noch einfügen könnte. Entschuldigung, falsch rum, so rum. In dieser Zeile vor Console Read Line und nach diesem Aufruf der Link Statements. Und wir würden es trotzdem sehen. Genauso wie wir das eben hier oben schon demonstriert haben. Mit mir. Der Punkt ist eben, wenn wir das nicht möchten, dann schreibt man üblicherweise einfach, eben müssen wir das die Anwendung beenden, hier ein ToList dahinter. ToList ist ein Greedy-Operator, das heißt, sämtliche Lazy-Operatoren, die hier noch nicht ausgeführt wurden, werden hier zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall durchgeführt. Und wir bekommen eben wirklich eine neue List of T in diesem Fall. Das ist eben bei uns, genauer gesagt, hier eine List of Decimal, weil unsere Gehälter ja in Typ Decimal ausgedrückt worden sind. Und dieses wird dann eben hier in dieser neuen Liste festgehalten und hier ist tatsächlich dann auch sämtliche Lazy-Operatoren natürlich ausgeführt worden. Das heißt wiederum, dass wir, wenn wir hier jetzt an dieser Stelle was Neues hinzufügen würden, nach diesem Aufruf, ist das nicht mehr in dieser Link-Abfrage hier oben enthalten. Ja, und where haben wir uns auch noch angeschaut. Damit bin ich so am Ende der wichtigsten Methoden. Wie gesagt, diese Link-Methoden basieren alle auf IEnumerable of T und der Punkt ist eben, dass Link sehr kurzen Code produziert, der eben sehr gut lesbar ist, vor allen Dingen, wenn man ihn in Kombination mit Lambdas einsetzt. Also im Prinzip ist das eben so eine einfache Abfrage, die man an Collections stellen kann. Und es sind eben nicht nur Abfragen möglich, sondern wir können auch Transformationen durchführen, wie eben hier das gezeigt wurde, dass wir eben uns das aktuelle Gehalt holen. Das heißt, wir haben hier hinten dann eine Aufzählung von Gehältern. Dann können wir daraus ein Set bilden, das eben eindeutig ist. Dann können wir das noch sortieren und dann stecken wir das insgesamt in eine neue Liste. Und das ist halt ein Syntactic Sugar, der den Programmierer A das Leben erleichtert, weil man selber nicht überlegen muss, okay, wie strukturiere ich denn jetzt den Code, damit ich das denn überhaupt alles so hinkriege. Und es ist auch noch sehr gut lesbar und einfach. Also man bekommt meines Erachtens eben durch Link und den Einsatz von Lambdas viel, viel besseren lesbaren Code hin, als wenn man es anders macht. Dieses Yield Return hat natürlich auch noch eine kleine Performance-Einschränkung. So viel langsamer als normaler prozeduraler Code ist es aber nicht wirklich. Also, wenn man nicht im Performance-Bedrängnis ist, sollte man Link meines Erachtens immer prozeduralem Code, der dasselbe macht, wie wir es hier eben im vorherigen Video gesehen haben, immer vorziehen. Ja, damit bin ich am Ende von diesem Video. Wie gesagt, es ist ein relativ schwieriges Thema, zumindest mit dem Wissensstand, den Sie jetzt gerade haben. Deswegen habe ich das auch als Level 200 gekennzeichnet. Es wird auch nicht in der Prüfung abgefragt. Aber was Sie eigentlich aus dieser ganzen Sache mitnehmen können? A, Sie wissen jetzt, was passiert, wenn Sie bei anderen Entwicklern solchen Code lesen. B, Sie müssen Link intern nicht wirklich verstehen. Aber es ist eben sehr vorteilhaft, wenn man ungefähr einen Überblick hat, was macht denn Link eigentlich? Ne? Damit können wir Collections abfragen, transformieren, gruppieren und so weiter. Haben wir ja gerade gesehen, welche Operatoren wichtig sind. Sie könnten das aber auch einfach in Ihrem eigenen Code dann einsetzen. Ne? Wie gesagt, es macht Code sehr viel leichter und drückt viel besser aus, was da passiert.
Das heißt, sie werden schneller zu ihrem Ziel kommen, zu dem sie eigentlich hin möchten, wenn dieses Ziel eben solche Aufgaben mit beinhaltet. Und wenn Sie jetzt sagen, oh Gott, ich habe hier die Hälfte nicht verstanden, machen Sie sich daraus nichts. Was ich in etwa Ihnen mitteilen möchte, ist eben, Sie können Link A lesen und wissen intern ungefähr, was da passiert. Na, also es ist ja auch irgendwie intuitiv, wenn wir hier Select sagen, dass wir dann eben hier lesen, ah okay, wir haben es nach diesem Aufruf eben mit einer Aufzählung von Gehältern zu tun und nicht mehr von Mitarbeitern. Und also man soll dann auch nicht immer mehr rein interpretieren, als tatsächlich hier durch diese jeweiligen Ausdrücke dargestellt wird. Und wenn Sie jetzt nicht wirklich verstanden haben, wie gesagt, wie Link intern funktioniert, das macht nichts. Wichtig ist, Sie wissen, was Lambdas sind, Sie wissen, wofür man Link ungefähr einsetzt und das heißt, Sie können solchen Code lesen und eventuell auch selber schreiben. Das ist eigentlich das, worauf es ankommt. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald.